Die Nase. Man kann sie länger machen, man kann sie, okay, Moment, das möchte ich vielleicht mal von der Seite sehen. Oh Gott. Ich glaube, ich bleibe bei der Standardnase, die ist schon so okay. Kann ich jetzt langsam endlich mal diesen komischen Mustache hier wegmachen? Ich will den nicht. Okay, das sind die Lippen. Nö, da ist auch der Standard schon okay. Lippenfarbe, dunkel. Komm, geben wir dem eine richtig hier, einen Gothic-Look. Wobei das ganz schön hell ist dafür, dass das schwarz sein soll, ne? Oder weiß. Hier, das ist doch auch schön. Nein, wir machen natürlich, was ist bei hell? Nein, wir machen natürlich keine. Wir sind ja nicht, nein, wir brauchen sowas nicht. So, ich kann den Mustache töten. Ah, ich kann zusätzliche Sachen dazu machen. Das ist doch, das ist gut. Ich dachte gerade schon, ich muss irgendwie sowas haben. Nein, ich möchte sowas nämlich eigentlich gar nicht haben. Wir können den zwar jetzt irgendwie mit Narben vollbauen. Die sind sogar dann symmetrisch hier. Man schaut sich das einmal an. Der wurde genau symmetrisch getroffen von was auch immer es war. Und hat dann hier nochmal einen aufs Maul gekriegt. Nein, wir machen das weg. Vielleicht nur so ein Ziegenbart. Nein, das sieht alles irgendwie... Nein, sowas will ich gerade nicht. Tattoos. Vielleicht da eins. Und die sind natürlich auch symmetrisch. Ist alles symmetrisch. Das wäre ja langweilig, wenn ich... Ach, jetzt habe ich... Nein, wir... Oder? Und vielleicht so ein Tattoo haben? Rechts an der Backe? So? Ja, ich habe den gerade tatsächlich gedreht, um das von ihm aus zu sehen, dass das rechts ist. Ich brauche sowas. Da kann ich aber die Farbe gar nicht ändern. Die sind immer weiß. Und das ist doof. Das passt nicht so. Da, da. Tattoo-Farbe. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Er kriegt ein Tattoo. Und das wird in einem coolen Blutrot. Weil... Das muss keinen Grund haben, das ist einfach weil. So, Merkmale. Kann ich dir. Das sind ja auch. Das sind doch auch Tattoos, oder nicht? Oder nischt? Hätte ich jetzt irgendwie so gesagt. Können wir dem noch hier schön den Lidschatten verpassen? Das Punkte. Das ist auch nicht schlecht. Sowas gefällt mir ja persönlich ganz gut. Oder hier so ein Ei. Sieht auch richtig schön aus. Der Braveheart-Look oder hier Batman für Arme geht auch. Und was das sein soll, weiß ich überhaupt nicht, aber ist total totschick. Totschick. Sollte jeder mal ausprobiert haben. So ein Schmetterling ist bestimmt auch cool. Dann ich überlege gerade, ob wir auf der anderen Seite vielleicht noch das nehmen. Dann haben wir auf beiden Seiten irgendwie so ein Ding und dann müssen wir das nur noch die gleiche Farbe nehmen. Dann sieht das sogar relativ stylisch aus, glaube ich. Haben wir da jetzt dieselbe Farbe genommen? Ja, das sieht nach derselben Farbe aus. Das hier sieht irgendwie so ein bisschen blasser aus, aber das ist nicht so schlimm. Okay, die Stimme brauchen wir noch. Was ist bei dir los? Dann gibt's das Ganze einmal in grimmig, scheinbar. Was? Oh, da ist er aber sauer. Ah, das ist eine Stimme für... Okay. Und dann kann ich das nur mit jedem testen. Vielleicht teste ich das damit, weil da hört man mehr. Nein? Das klang jetzt irgendwie nicht so. Haha. Hey. Sehr faszinierend. Der ist ja cool. Bestimmt. Ich glaube, ich bin mit Typ 4 eigentlich. Ganz. Der ist, der wiegt ein bisschen freundlich. Jo, ist klar. Aha. Aha, ja. Nö, doch nicht. Na gut, dann nö, doch nicht. Okay. Ja, okay. Hier gibt's noch ein Okay. Es gibt zwei Okays. So, kann ich das jetzt auch irgendwie... Hallo, ich möchte gerne... Kann ich auch irgendwie... so kann ich ein bisschen weiter nach unten, aber ich kann nicht so richtig weit nach unten, ne? Das ist ein bisschen blöd gerade. Ich würde gerne den nochmal im Ganzen sehen, da muss ich aber relativ weit weg. So, das ist jetzt unser Dude. Und ich habe noch keine Ahnung, was er wird. Okay.
steht da sogar. Okay, ja, die Einstellung möchte ich gerne speichern. Wir haben noch nirgends den Namen eingegeben, sehe ich richtig, ne? Speicherslot 1 bis... Oh, 1 bis 4? Aha, bis 40? 42 wäre schöner gewesen. Square, da hätte er aber den Informatikern noch einen kleinen Witz mitgeben können. So, der kommt jetzt auf Speicherslot 1 und der Kommentar wird jetzt, ja... Snizzle LP, ich schreibe jetzt einfach Snizzle. Ist das ein großes I? Ich kann nicht ordentlich schreiben. Snizzle Live schreibe ich jetzt einfach mal dahin. Das ist jetzt mein Kommentar, aber der Mann hat noch keinen Namen. Den Namenstag? Ach so! Ja, klar. Moment. Was? Ich habe doch keine Ahnung. Sind das hier im Moment? Das sind 12 Monate, ne? Ich nehme das jetzt einfach mal als die Monate hin. Und dann hat jeder Monat gleich viele... Die haben alle 32 Tage, ne? Das ist ja prima. Das ist eine schlechte Zeitrechnung, Kinder. Das entsprechende... darunter wird angezeigt, was das im gregorianischen Kalender ist. Okay. Moment, 1.7. bis 31.7. Hier sind die Tage kürzer, kann das sein? Also das kann ja nicht anders sein, sonst wird das ja nicht... Oder naja, eigentlich ist es auch egal. Okay, wann soll ich denn mal... Also wir nehmen einfach heute als Geburtstag, ne? Weil es ist ja heute. Was haben wir denn heute überhaupt? Da muss ich mal ganz kurz einen Blick auf mein Handy werfen. Sonst habe ich nämlich keine Ahnung davon. Heute ist der 6. Der 6. August, das dürfte dann der 6.8. sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist er jetzt im 6. Monat im 4. Schattenmond geboren. Der Gute. Kann er ja nichts für. Aha. Ach, eine Schitzgötter hat auch noch. Ich da gerade gar nicht durch. Okay, wir haben einen... Ach, du gute Güte. Wir haben einen Haufen verschiedene Götter. Göttin des Gletschers und des Krieges. Und dann geben die noch irgendwelche Elemente zu Beginn, was auch immer das heißen mag. Ach, da geben einige noch dasselbe. Okay, Göttin des Mondes und der Liebe. Fluss und Weisheit. Planeten und Schicksal. Weltmeere und Seefahrer. Berge und Vagabunden. Bauwerke und Handwerker. Kometen und Zerstörung. Ach so, da stand noch was Element Blitz. Aber okay. Sonne und Recht. Zweigesichtiger Gott. Handel und Unterwelt. Okay. Fruchtbarkeit und Boden und Gravitation und Zeit. Boah Gott, das ist ja, Berge und Vagabunden klingt gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ich möchte viel durch die Gegend reisen. Einfach, weil Künstler gerne als sorgloser Jäger mit einem Eichenbogen dargestellt sind. Symbole sind Wander- und Hirtenstab. Ah, da steht noch viel mehr jeweils. Aha. Symbol ist die Schriftrolle. Das klingt eigentlich ganz gut. Flüsse und Weisheit. Ja, komm, wir nehmen jetzt hier den Gelehrten. Der schüchterne Gelehrte mit Eschenstab. Ja, das könnte ich sein. Das passt, das läuft. Auch wenn ich das nicht wirklich bin. Aber gut. Aha. Ach, das ist, ja. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir uns eine Klasse aussuchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht ganz kurz dazu. Die Klassen können tatsächlich während des Spiels gewechselt werden. Das heißt, meine Klasse ist einfach nur dadurch bestimmt, was für eine Waffe ich gerade habe. Und ich suche mir jetzt, wenn ich das richtig verstehe, quasi eigentlich nur die mein Start-Equipment aus. Okay, wirklich, ich möchte mal gerne das Ganze noch klassentypisch sehen. Ach so, das sieht alles fast gleich aus. Oh, der Pikenier, der sieht aber düster aus. Der Marodeur, der Faustkämpfer, oh Gott, so ein Mönch. Auch sehr interessant. Und dann noch der Waldläufer. Mal ganz kurz, ich drücke da mal kurz drauf. Die Buchse, die der anhat, ne? Das sieht entweder gerade aus wie eine, wie eher für einen weiblichen Charakter oder wie so ein, wie nennt man die, so ein Scharlatan in irgendeiner Burg. Da fehlen nur noch die Glöckchen an den Schuhen, oh Gott. Und welcher Kerl läuft denn bitte mit solchen Schuhen rum? Gott, oh Gott. Okay,
Ich glaube, ich möchte aber gerne ein Magier werden. Also ich kann nochmal kurz, ne? Wir haben Gladiator, Faustkämpfer, Marodeur, Pikenier und Wallläufer, aber genauso gut Druiden. Okay. Traumaturg, what? Das sieht ja interessant aus. Das ist hier der maskierte, einäugige Sadomaso-Magier. Nein, keine Ahnung. Der sieht ein bisschen... Arkane Kunst der Traumaturgie entfaltet eine verheerende Macht und bringt Unheil und Verderben. Nein, das wollen wir ja nicht. Was ist ein Hermetiker? Aus den südlichen Gefilden stammt die mathematische Weltanschauung, mit der die Hermetiker die Natur beschreiben und die ihr inwohnenden magischen Kräfte manipulieren. Das klingt total nach mir. Den nehme ich, auch wenn der so aussieht, als hätte der irgendwie so einen Verkehrspömpel auf der Stirn. Ich dachte gerade echt, wenn man das so hat, ja, dann sieht das aus wie einer von diesen orangenen Pömpeln, die auf der Straße rumstehen, mit einer Baustelle ist oder so. Fehlen nur noch hier die, diese weißen Kreise. Wie nennt man das eigentlich? Wie nennt man das, wenn man nicht aus Ostwestfalen kommt? Ich nenne das Pömpel. Normale Menschen würden das vielleicht Pylonen nennen oder so. Ich möchte, glaube ich, trotzdem volkstypische Kleidung haben. Ich kann auch leicht beklinken. Ich hoffe, ich kriege nicht gleich diesen komischen Pinöppel da auf der Stirn. Das wäre so ein bisschen unschön. Will ich gar nicht haben. Und die Schuhe sind übrigens auch schon wieder hier. Sehr interessant. Hinten offen auch. Das ist ganz wichtig, damit man beim Latschen auch schön den Sand und den Dreck irgendwo reinkriegt. Hier vorne natürlich auch. Das ist immer besonders wichtig. Okay, und wir starten dann in Limsa Luminsa. Cooler Name. Okay. Ich würde sagen, ich bin wohl ein Hermetiker. Klingt ein bisschen irgendwie wie so ein... Das klingt so ein bisschen ketzerisch, ne? Aber gut. Das möchte ich gerne sein. So, jetzt dürfen wir uns noch einen Server aussuchen. Nicht ohne Maßnahmen gewechselt werden. Naja. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Lich, ne? Der wird uns hier so gegeben. Dann nehmen wir jetzt wohl den Lich. Update. Nö, Quatsch. Wir nehmen den Lich. So, und dann haben wir noch einen... Och, oh Gott. Vor- und Nachname. Wie soll ich das denn... Lass mich ganz kurz nachdenken. Muss man hier tatsächlich einen... Rollenspielmäßigen Namen haben? Ich weiß das nicht. Vielleicht sollte ich es lieber tun. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie stark das Rollenspiel hier vertreten ist. Können wir mal ein bisschen hier random das Ganze machen. Costa, Abby Costa. Nee, andersrum. Costa Abby. Das ist ja kein Mädel. Bruce Reed. Na dann. Cleve Spencer. Morgan Rich. Gerich Corbel. Gerald Smith. Ludwig Kirk. Gerald Shepard, Bren Piper, Richard Lee. Ich glaube, ich nehme diesen Vornamen und dann nehme ich mir noch, mir fällt gerade der Name eines Magiers aus einem Buch ein. Ich werde ihn jetzt Bias nennen. Bias Weaver, das klingt irgendwie halbwegs ordentlich. Wir nehmen einfach diesen Namen. Und jetzt wird er erstellt hier unten scheinbar. Es passt genau um das Zahnrad. Guck sich das mal an. Ein neues Spiel mit diesem Charakter. Aber ja, dafür habe ich den gerade gebaut. Und da freut er sich. Wahnsinn. Okay, Bias ist normalerweise eigentlich ein eher älterer Dude. Aber das muss jetzt halt... Das ist jetzt der Junge. Hübscher Effekt. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, das Spiel gibt ein gutes Tutorial. Da ich ja, wie gesagt, von Final Fantasy nicht so wahnsinnig viele Ahnung habe, hoffe ich, dass mir das alles beigebracht wird, was ich wissen muss. Ich glaube, die Dinger nennen sich Muggels, oder? Oder irgendwie so in der Art. Sieht aus wie ein Postmuggel mit einem Ballon am Ohr. Bin ich jetzt gelandet. Das ist nicht die Stadt, die sich gereimt hat. Limensa Limosia oder so? Ich hab's schon wieder vergessen. Das tut mir leid. Hör hin. Okay, ich bin ja schon ruhig.
Aktuell ist es vor allem warm. Das fühle ich gerade. Aber ich höre zu, keine Sorge. Wow. Macht sowas nicht mit mir direkt zu Spielstart, bitte. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Ich muss sagen, es hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. Ich bin ja sehr leicht zu erschrecken. Nein, ich will die Klamotte nicht. Nein. Und mach diesen Pömpel auf der Stirn weg. Was passiert da überhaupt gerade? Ich verstehe gar nicht, was da abgeht. Aber es sah ein bisschen aus, als würde ich gepwnt werden von irgendeiner maskierten Dame. Lass mich raten, ein Traum. Warum sonst würde ich einen Verkehrspömpel auf dem Kopf tragen?